Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Kolossale Wächter anzunehmen bei sandbedeckten Hieroglyphen. Das ist dieses Teil hier an der Wand in Uldum, an dieser Stelle im Gebäude drinnen. Eventuell sieht man es auch gleich von außen. Vorquest war die Worte eines sterbenden Propheten. Jetzt dürfen wir hier hinauslaufen. Und hier seht ihr dieses Gebäude. Oh ne, jetzt hat er mich abgemountet oder was? Beim Vorbeifliegen. Ah, ich sollte ihn looten, okay. Wir sollen Stein des Mondes und Stein der Sonne besorgen. Alles klar. Schaut mal, hier haben wir Koloss der Sterne. An dieser Stelle. Hier gibt es den Stein der Sonne. Benutzen. Und jetzt dürfen wir gegen ihn kämpfen. Jetzt ist er aktiv. Ist kein Elite-Mob. Ziemlich groß, aber kein Elite. Was sein könnte, ist, dass euch wegstoßt. Deshalb am besten schauen, dass ihr nicht mit dem Rücken zum Mob steht. Der hat nichts gemacht. Looten und dann habt ihr den Stein der Sonne. Nun brauchen wir noch den Stein des Mondes. Den gibt es hier, Koloss des Mondes. An dieser Stelle. Wieder Koloss benutzen. Und gleich wieder der Böse. Und wir dürfen ihn bekämpfen. Mal ein bisschen rausgesquollt. Bin ja nicht mehr bei dieser Tafel. Looten ganz wichtig. Und dann ist die Quest bereit zur Abgabe. Dazu müssen wir uns in diese Richtung begeben. Und wie es aussieht, sogar in dieses Gebäude hinein wieder. Muss dazu abmounten, sonst komme ich nicht hinein. Hier seht ihr diese Tafel an der Wand. Quest ist abzugeben bei sandbedeckten Hieroglyphen in Uldum an dieser Stelle im Gebäude drin. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach Video positiv bewerten und oder meinen Kanal abonnieren. Dazu blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.